Computer Logbuch der Daedalus, Sternzeit 913800,5. Wir befinden uns auf dem Weg zur Sternbasis 179, um dort unseren neu angeforderten Chefingenieur an Bord zu nehmen. Ihr neuer Chefingenieur ist auf der Sternbasis 179 eingetroffen und wartet darauf, seinen Dienst auf der USS Daedalus antreten zu können. Ich bin erstaunt darüber, dass der Antrag bei der Sternflotte so schnell durchgekommen ist. Das hat einen Grund. In letzter Zeit wurden von Relaisstation 27 einige seltsame Subsonsignale empfangen, die keine uns bekannte Spezies verwendet. Hier hören Sie eine Audioaufzeichnung. Hat man schon Nachforschungen angestellt? Ihr neuer Chefingenieur hat sich schon intensiv damit beschäftigt und kann Ihnen nähere Informationen geben. Dann werden wir sicher neue Einsatzbefehle erhalten. Richtig. Sobald Sie Ihren neuen Chefingenieur an Bord haben, werde ich mich mit Ihren neuen Einsatzbefehlen melden. Gut, in Ordnung. Wir werden voraussichtlich in 11 Stunden auf Sternbasis 179 eintreffen. Bis dann. Leonie, Ende. Captain, kommen Sie bitte auf die Brücke. Ich bin schon unterwegs. Bericht Nummer 1. Mr. Lebowski, erklären Sie es dem Captain. Sir, ich habe ein Schiff in unserer Flugbahn gefährdet, das ein ID-Signal sendet, dass wir keiner uns bekannten Spezies zuordnen können. Wie weit sind wir noch entfernt? Entfernung 10 Flugminuten mit derzeitiger Geschwindigkeit. Können Sie das Schiff identifizieren, Mr. Lebowski? Nein, Sir, auf diese Entfernung noch nicht möglich. Zur Sicherheit auf Alarm Geld gehen. Verteidigungsbereitschaft einnehmen und auf halben Impuls verlangsamen. Ja, Sir. Sir, wir sind jetzt in Sensorreichweite. Mr. Lebowski, beginnen Sie mit dem Scanvorgang. Ja, Sir. Wir sind in Sichtweite, Sir. Auf den Schirm. Maximale Vergrößerung. Mr. Lebowski. Es ist ein Schiff unbekannter Bauart. Ich orte keine Warpfelder und keine Impulskurve. Die Lebenserhaltung und andere Systeme sind stark beschädigt. Es scheint fast so, als ob... Als ob? Als ob das Schiff treibt. Was ist los, Mr. Koron? Sir, ich orte zwei kleine Schiffe mit direktem Kurs auf das unbekannte Schiff. Rufen Sie das Führungsschiff. Keine Antwort. Sir, Sie aktivieren Ihr Waffensystem. Schilder aktivieren. Alarm rot. Ah! Ah!
Schiff steht kurz vor dem strukturellen Zusammenbruch. Rufen Sie die Jäger nochmal. Keine Antwort. Geben Sie einen Warnschuss ab. Sie drehen ab und fliegen auf uns zu. Torpedorohre laden und Phaserbänke bereithalten. Ja, Ma'am. Auf meine Befehle warten. Sie schießen Torpedos ab. Zwei Treffer. Die Schilde werden schwächer. Warnen Sie die Schiffe, dass wir das Feuer erwidern werden. Sie bereiten einen neuen Abschuss vor. Also gut. Feuer frei. Beide Schiffe wurden zerstört. Alarm Rot beenden. Mr. Lebowski, welchen Zustand hat das unbekannte Schiff? Das Schiff ist stark beschädigt. Empfangen Sie Lebenszeichen? Ja, Sir. Zwei Stück. Eine Person scheint verletzt zu sein. Mr. Coron, einen Kanal zum unbekannten Schiff öffnen. Kanal geöffnet, aber die Verbindung ist nicht sehr stabil. An das unbekannte Schiff. Hier spricht Captain Bradford von der USS Daedalus. Können Sie mich empfangen? Daedalus, ich bin Han Solo, Captain des Rasenden Falken. Danke für Ihre Hilfe. Mein Co-Pilot ist verletzt. Können Sie ihn medizinisch versorgen? Ja, natürlich. Ich werde Ihnen ein Außenteam rüber beamen. Beamen? Was meinen Sie? Oh, nun, es ist eine sehr komplexe Technik, die es uns erlaubt, ein Objekt zwischen zwei Orten, ohne einen Flugkörper zu benutzen, hin und her zu bewegen. Eine sehr nützliche Technik. Ich erwarte Ihr Außenteam im Hauptkorridor. Nummer 1, bilden Sie ein Außenteam und beamen Sie rüber. Ja, Sir. Dr. Lauren, melden Sie sich bitte in Transporterraum 2. Verstanden. Mr. Coron, Sie begleiten mich ebenfalls. Ja, Ma'am. Halt durch, Scott. Du bekommst gleich Hilfe. Haben Sie die Koordinaten? Ja, Ma'am. Bitte stellen Sie sich auf Transporterplattform. Auf mein Zeichen. Energie. Mein Name ist Clayton. Ich bin der erste Offizier der USS Daedalus. Han Solo. Kommando, aufgrund der starken Schädigung des Schiffes empfehle ich sofort zu Daedalus zurückzubeamen. Ja, das wäre wohl besser. Clayton an Transporterraum. 5 Personen zum Beam. Den Doktor und seinen Patienten bitte direkt auf die Krankenstation. Commander Clayton, ich muss unbedingt Ihren Captain sprechen. Ich werde ihn benachrichtigen. Aber im Moment sollten Sie sich erst einmal ausruhen. Wir werden Sie zu Ihrem Quartier bringen. Okay.
anderes Schiff, das sich mit aktivierten Waffen nähert. Auf den Schirm! Felix Jamal, ist das Schiff in der Shuttle-Rampe? Nein, noch nicht ganz. Alarmstufe Rot. Heinrich, sobald das Schiff in der Hauptschattenrampe ist, setzen Sie Kurs auf Sternbasis 179. Maximum Warp. Schiff ist jetzt in Waffenreichweite. Maximum Warp, Energie. Alarm Rot beenden. Captain, ich muss Ihnen etwas mitteilen. Sicher, kommen Sie in meinen Bereitschaftsraum. Wir haben die zwei Personen von dem Schiff gebeamt. Einer ist verletzt. Der Captain des Schiffes möchte dringend mit Ihnen sprechen. Wie geht es dem Verletzten? Ich weiß es nicht. Er wurde mit Dr. Lawrence direkt auf die Krankenstation gebeamt. Gut, dann sollten wir dorthin gehen und nach ihm sehen. Doktor, wie geht es unserem Patienten? Er ist wieder stabil. Er hat ein paar Prellungen und Plasmaverbrennungen ersten Grades. Ihm fehlen ein paar wichtige Mineralien. In ein paar Stunden kann er die Krankenstation wieder verlassen. Können wir mit ihm reden? Ja, sicher. Ich bin Captain Bradford von der USS Daedalus. Das ist mein erster Offizier, Commander Clayton. Wie geht es Ihnen, Mr. Scott Daniels? Es geht schon wieder. Wo ist Solo? Wir haben ihm ein Quartier zugewiesen. Sie können später wieder zu ihm. Können Sie uns sagen, was passiert ist? Ich kann mich nur noch an ein paar Sachen erinnern, bevor ich bewusstlos wurde. Wir sind auf eine Raumanomalie gestoßen. Und dann wurden wir auch schon angegriffen. Captain, Sie sollten sich kurz fassen. Er braucht noch Ruhe. Es ging alles so schnell und dann verlor ich auch schon das Bewusstsein. Wenn Sie Einzelheiten wissen wollen, sollten Sie mit Solo reden. Ja, das werden wir noch tun. Ich danke Ihnen erstmal für die Information. Captain, richten Sie Solo aus, dass es mir gut geht. Das werde ich tun. Doktor, benachrichtigen Sie mich, sobald er die Krankenstation verlassen kann. Ja, Captain. Nummer 1, ich möchte, dass Sie mit unserem Gast in die Beobachtungslounge kommen. Ich bin Captain Bradford. Wie geht es Scott? Es geht ihm gut. Er wird in ein paar Stunden die Krankenstation verlassen können. Können Sie mir sagen, was genau passiert ist? Sicher, wir waren gerade auf dem Rückflug eines Einsatzes. Wie lautete Ihr Auftrag? Wir sollten einen feindlichen General zum Verhör in unser Hauptquartier bringen. Er ist ein Humanoid, der früher der Allianz angehörte, dann aber zur Nemesis überlief. Die Allianz will mit seinem Wissen die Nemesis zerstören. Aber wir haben nur zwei Lebenszeichen erfassen können. Er ist in Carbonit eingefroren und strahlt damit keine Lebenszeichen ab. Dies war notwendig, um durch die Sicherheitskontrollen des Feindes zu kommen. Aber irgendwas ging schief. Sie erreichten Ihr Ziel nicht. Sie wurden vom Feind abgefangen. Ja, richtig. Wir versuchten zu entkommen und wurden dabei sehr schwer beschädigt. Und wie konnten Sie schließlich fliehen? Es war reine Glückssache. Scott versuchte gerade den Plasma-Kopplungsverteiler für den Hyperraubantrieb zu reparieren, als wir plötzlich auf ein Wurmloch stießen. Aus welchem Quadranten der Galaxie kommen Sie? Wir kommen von der Grenze vom Gamma zum Delta-Quadranten, am Rande des Universums. Faszinierend. Halten Sie es für möglich, dass Ihnen weitere feindliche Schiffe folgen in diesem Sektor? Das Wurmloch war sehr groß und wirkte stabil. Sofern das Kommandoschiff die Informationen an seine Basis gesendet hat, ist es gut möglich,
dass weitere Schiffe folgen. Und Captain, Sie sind nicht gerade friedlich gesinnt. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über Ihre Schiffe erzählen? Ihre Jagdschiffe sind sehr klein. Sie stellen nur in größeren Mengen Gefahr dar. Aber Ihre Sternzerstörer sind gut doppelt so groß wie Ihr Schiff. Wissen Sie etwas über Ihre Bewaffnung? Ja, Sie besitzen Quantentorpedos, Laser und Ionenkanonen. Ähnlich unserer Verteidigungssysteme. Für was benutzen Sie Ionenkanonen? Sie werden benutzt, um feindliche Systeme und Computer zu deaktivieren, damit Sie Ihr Schiff funktionsfähig ändern können. Ein gefährlicher, aber nicht unschlagbarer Gegner. Kennen Sie Schwachstellen der großen Schiffe? Sternzerstörer haben zwei große Schildgeneratoren auf dem Brückensegment. Sind diese zerstört, ist es einfach, das Schiff zu zerstören. Auf Sternbasis 179 wird unser neuer Chefingenieur an Bord beamen. Er kann mit einem Technikerteam Ihr Schiff reparieren. Ich danke Ihnen, Captain. Die Sterneflotte hat in diesem Raumsektor seltsame Funksignale aufgefasst. Wissen Sie etwas darüber? Kann ich Sie mal hören? Sicher. Computer, Audioaufzeichnung vom Logbuch Sternzeit 913800,5 abspielen. Es ist ein imperiales, verschlüsseltes Signal, das von Suchdroiden verwendet wird. Das bedeutet, dass das Imperium weiß, wo das Wurmloch ist und Schiffe in diesen Sektor entsendet hat, denn weitere Folgen werden. Dann sind auch die Föderation und ihre Mitgliedsplaneten davon betroffen. Ja, richtig. Sobald wir Sternbasis 179 verlassen haben, wird sich Admiral Leoni mit unseren neuen Einsatzbefehlen melden. Captain, ich schlage vor, dass wir in dieser Sache mit Captain Solo zusammenarbeiten, bis er sicher in seinen Sektor zurückkehren kann und die Schiffe aus unserem Sektor verschwunden sind. Mr. Solo? Ja, ich finde auch, wir sollten in dieser Sache kooperieren. Noch irgendwelche Fragen, Mr. Solo? Nein. Gut, dann wäre das ja geklärt. Wir werden uns zur Einsatzbesprechung wiedersehen, wenn nichts dazwischen kommt. Nummer 1, bitte senden Sie einen Bericht über dieses Gespräch an alle Führungsoffiziere und an Admiral Leoni. Ja, Captain. Ist es möglich, dass ich Scott auf der Krankenstation besuche? Ja, sicher. Nummer 1, begleiten Sie Mr. Solo bitte zur Krankenstation. Ja, Sir. Er möchte seinen Co-Piloten sehen. Commander, aber nur kurz. Er ist noch etwas schwach. Na, Scott, ihr wirst ja gut versorgt. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Doktor, ich würde Sie ja sehr gerne auf einen Drink einladen, aber in dieser Hinsicht ist Ihr Schiff verdammt schlecht ausgestattet. Wir bevorzugen es, in jeder Hinsicht voll einsatzbereit zu sein. Ja. Computerlogbuch der Daedalus, Sternzeit 910813,2. Wir haben ein schwer beschädigtes Frachtschiff an Bord genommen, sowie seine Besatzungsmitglieder. Sie gehören einer Allianz an, die ähnlich wie die Sternflotte aufgebaut ist und sich im Krieg mit einer anderen Spezies befindet. Nachdem diese Spezies auf Föderationsmitglieder angegriffen hat, werden wir wohl auf der Seite von Captain Solo kämpfen. Es ist ein neues Wurmloch entstanden, das den Delta-Quadranten mit dem Gamma-Quadranten verbindet und durch das unsere Besucher kamen. Leider kamen mit ihnen auch feindlich gesinnte Schiffe in unseren Quadranten, die wir weder kontaktieren noch analysieren konnten. Captain, wir sind jetzt im Magellan-System. Auf ein Viertel Impuls gehen. Rein.
Wir nähern uns der Endposition. Bereit machen zum Andocken. Bereit zum Andocken. Kopplungsstrahl aktivieren und festlegen. Kopplungsstrahl aktiviert und Andockklammern eingerastet. Schalten Sie die primäre Energieversorgung ab und schalten Sie um auf externe Versorgung. Sehr gute Arbeit. Das gilt für alle hier. Sir, ich werde unseren neuen Chefingenieur im Transporterraum empfangen. Danach schicken Sie ihn mir bitte in meinen Bereitschaftsraum. Clayton an Sternbasis. Sind Sie bereit? Hier ist Sternbasis 179. Wir können mit dem Transfer beginnen. Bereit machen zum Beamen. Bereit, Ma'am. Energie. Mr. Fowler? Ich bin der erste Offizier, Commander Clayton. Willkommen an Bord der USS Daedalus. Danke, Commander Clayton. Sie sind mit den Einrichtungen eines Galaxy-Class-Raumschiffes vertraut, nehme ich an? Ja, Ma'am. Dann brauche ich Sie ja nicht mehr einzuweisen. Kommen Sie, zeige ich Ihnen Ihr Quartier. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich vorher gerne mit dem Captain sprechen. Wie Sie wünschen. Lassen Sie Mr. Fowers Gepäck bitte in sein Quartier bringen. Will Lady Commander. Sir, ich bin Lieutenant Commander Fowler. Ich bin Captain Bradford. Bitte, setzen Sie sich doch. Hat sich Admiral Leoni schon bei Ihnen gemeldet? Ja, sie wird sich erneut melden, wenn wir Sternbasis 179 verlassen und wird uns dann unsere neuen Einsatzbefehle mitteilen. Ich habe den Bericht von Commander Clayton ebenfalls erhalten und bin bestens informiert. Gut, ich möchte, dass Sie zunächst mit einer Reparaturcrew das beschädigte Schiff reparieren. Kommen Sie dann bitte in einer halben Stunde zur Einsatzbesprechung in die Beobachtungslounge. Ja, Sir. Maschinenraum. Fenrich Jamal, wir verlassen Sternbasis 179. Schalten Sie auf interne Energieversorgung und lösen Sie die Andockklammern. Ja, Sir. Manövrieren Sie das Schiff aus dem Raumdock und setzen Sie Kurs auf den Delta-Quadrant. Warp 3. Hi, Ma'am. Wir haben das Raumdock verlassen. Beschleunigen! Mr. Coron, holen Sie bitte Mr. Sol und kommen Sie zur Einsatzbesprechung. Ja, Captain. Herbestellt, um unsere weitere Vorgehensweise zu besprechen. Captain, eine Subraumnachricht für Sie. Stellen Sie durch. Ich grüße Sie alle. Commander Clayton, ich danke Ihnen für Ihren Bericht. Der Ursprung des unbekannten Signals konnte lokalisiert und analysiert werden. Was plant die Sternenflotte nun zu tun? Wir haben einen Hilferuf von Etalus 4 erhalten. Dort sind Suchdrohnen gesichtet worden, die auch Zivilisten angegriffen haben. Sie werden den Planeten anfliegen und diese Drohnen zerstören. Sie wissen, dass aufgrund der atmosphärischen Strahlung der Einsatz von Phasern so gut wie unmöglich ist. Sie sollten besser Ihr Training mit Projektilwaffen auf dem Holodeck auffrischen. Ich werde ein Trainingsprogramm entwerfen. Ein guter Vorschlag. Unsere Sensorphalanxen haben das Kommandoschiff in diesem Sektor geortet. Ja, wir hatten schon mal das Vergnügen. Sobald Sie auf Etalus 4 fertig sind, lautet Ihr Auftrag, dieses Schiff zu zerstören. Aber Admiral! Kein Aber! Vor kurzem wurde die USS Dragstar zur Verhandlung losgeschickt. Sie wurde zerstört. Es gab keine Überlebenden. Bekommen wir Verstärkung?
Ja, Sie werden den klingonischen Bird of Prey Pra bei den Koordinaten 4159,26 zu 8192,1 zu 312,2 treffen. Was hat die Föderation vor, Admiral? Das Wurmloch muss gesichert werden. Die Föderation plant eventuell eine Verlegung von Deep Space 12 und einigen Schiffen, aber das ist noch nicht geklärt. Haben Sie noch Fragen zu Ihrem Einsatz? Nein, Ma'am. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Admiral Leonie Ende. Captain Solo, können Sie uns Schwachstellen des Schiffes erklären? Ja, sicher. Im Prinzip ist es ganz einfach. Ein Sternzerstörer besitzt zwei Schildgeneratoren auf der Hauptbrücke. Werden diese zerstört, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Schiff zerstört werden kann. Dabei wäre ein Treffer auf der Hauptbrücke nützlich. Captain Solo, gibt es eine Möglichkeit, die Drohnen mit Projektilwaffen zu zerstören? Die Drohnen besitzen eine automatische Selbstzerstörung, die aktiviert wird, wenn sie sich in Gefahr begeben. Schießen Sie auf die optischen Sensoren, dabei müsste sie explodieren. Gibt es noch irgendetwas Wissenswertes? Es kann sein, dass das Imperium Agenten auf dem Planeten abgesetzt hat. Wie auf dem Bild. Zögern Sie nicht, sie zu töten. Ich danke Ihnen, Mr. Solo. Mr. Fova, sehen Sie zu, dass Sie Solos Schiff repariert bekommen. Ja, Sir. Mr. Solo, sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihr Schiff technisch etwas modifizieren? Ja, sicher. Warum nicht? Ich werde extra Kampfübungen für die ganze Mannschaft ansetzen. Noch Fragen? Gut, dann an die Arbeit. Computerlogbuch der Daedalus Sternzeit 910818,7. Wir befinden uns auf dem Weg nach Etarus 4, um den Planeten von den feindlichen Suchdrohnen zu befreien und um das feindliche Kommandoschiff in diesem Sektor zu zerstören. Computer, was weiß die Föderation über die Besatzung der feindlichen Kommandoschiffe? Diese Information ist nicht abrufbar. Na gut. Generiere eine Landschaft, die für Butler-Training geeignet ist. Programm vollständig. Sie können eintreten. Computer, generiere ein Butler 5 Kilogramm, äußere Spitzenabstand 116 cm. Computer, generiere einen imperialen Agenten mit Schwert. Alles bereit. Ein beschissenes Wetter ausgesucht. Ist das Ihr Trainingsprogramm für Projektilwaffen? Nein, eigentlich nicht. Ich habe verschiedene Projektilwaffentypen in der Datenbank gefunden. Ich möchte, dass Sie sich die mal ansehen. Sicher. Computer, Ausgang. Alte Wetterbedingungen wiederherstellen und Trockenmodus einleiten.
Programm beenden. Ja, bitte. Nummer 1. Sir, es geht um die fremde Rasse. Die Föderation scheint bislang nur wenige Informationen über sie zu haben, obwohl sie sehr gefährlich zu sein scheint. Denken Sie, dass sie eine ähnliche Gefahr wie die Borg darstellen? Ihr Angriffsverhalten lässt dies zumindest vermuten. Vielleicht können uns Solo und sein gefangener General weiterhelfen. Ich werde mit Captain Solo reden. Seine Beweggründe, den General zu entführen, möchte ich gerne näher untersuchen. Danke, Commander. Übrigens, haben Sie heute Abend schon etwas vor? Ich muss noch einen Bericht schreiben. Aber für einen heißen Tee werde ich wohl noch eine halbe Stunde Zeit haben. Kommen Sie in mein Quartier, wenn Sie fertig sind. Gerne. Bis später. Captain Solo, ich denke, der Energieverlust liegt an den Plasma-Verteilungsinjektoren. Wenn wir sie rekonfigurieren und die Phasenvarianzkoppler synchron dazu schalten, müsste ihre Effektivität 20% über Normalniveau liegen. Das ist gut, aber vergessen Sie ja nicht, den sekundären Polarkreis an den Fusionskram anzuschließen, mein Freund. Sicher. Captain Solo? Ja, Commander, wo drückt dann der Raumanzug? Auch wenn es die Föderation nicht interessiert, ich würde gerne mehr über Ihre Feinde erfahren. Was wollen Sie denn noch wissen? Reicht es nicht, dass es Barbaren sind, die grundlos Schiffe zerstören? Das ist es ja gerade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie es völlig ohne Grund tun. In der Föderation nennt man das das Prinzip der Kausalität. Gut, wenn Sie drauf bestehen, dann sage ich es Ihnen. Ihr Ziel ist es, die Herrschaft in diesem Quadranten zu übernehmen. Und der einfachste Weg dazu ist und bleibt die Gewalt und militärische Einschüchterung. Fova, sind Sie soweit? Moment noch. Finden Sie sich damit ab, dass die Diplomatie hier versagt? Sie meinen also, wir hätten keine andere Wahl, als Ihnen zu zeigen, dass das hier kein galaktischer Spielplatz ist? So könnte man es auch sagen. Nun gut. Ich muss jetzt gehen. Das heißt nicht, dass ich Ihre Meinung teile. Wir sind jetzt im Meteoros-System. Auf halbem Impuls gehen. Wir gehen auf halbem Impuls. Sobald wir Etaros 4 erreicht haben, in den Standardorbit einschwenken. Wird erledigt. Wir befinden uns im Standardorbit um Etaros 4. Wir werden gerufen, Sir. Auf den Schirm. Ich grüße Sie, Captain Bradford. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Kein Problem. Ich bitte Sie, uns von den restlichen Suchtdrohnen zu befreien. Sie befinden sich auf friedlichen Gebieten, wo es keine Sicherheitskräfte gibt. Wir werden unser Bestes tun. Ich danke Ihnen, Captain Bradford. Mr. Lebowski, bitte scannen Sie den Planeten nach Suchtdrohnen. Ich habe zwei Suchdruiden auf der Planetenoberfläche lokalisieren können. Aufgrund atmosphärischer Störungen ist der Einsatz von Phaser nicht möglich. Der Transporter ist nur an bestimmten Orten einsetzbar. Ist es möglich, direkt in die Nähe der Drohnen zu beamen? Eine Drohne ist erreichbar, die andere ist aber in einem Gebiet, wo Beamen zu gefährlich wird. Was wäre, wenn wir einen Shuttle nehmen würden? Das wäre zu gefährlich. Am besten besorgt sich das Außenteam ein Bodenfahrzeug. Captain, auf Etaros 4 werden auch Autos benutzt. Haben wir jemanden an Bord, der noch Auto fahren kann? Soviel ich weiß, ist Mr. Fowler von der Hovercard gefahren. Ich denke, er könnte auch ein Auto fahren. Gut, wir werden zwei Außenteams bilden, mit jeweils drei Personen.
Commander Clayton und Mr. Fowler werden mit mir kommen. Sie, Mr. Coron, werden mit Captain Solo und Dr. Lawrence auf den Planeten beamen und die zweite Sonne zerstören. In Ordnung. Wir melden uns, sobald wir zurück auf dem Schiff sind. Gut, in Ordnung. Mr. Lebowski, Sie haben das Kommando. Ja, Sir. Mr. Fowler, wie weit sind die Reparaturarbeiten an Solos Schiff? Wir sind fast fertig mit der Reparatur. Sehr gut. Stimmt es, dass Sie Hovercard fahren können, Mr. Fowler? Darf ich fragen, warum Sie das interessiert? Sie werden auf Vitarus 4 Auto fahren. Meinen Sie, Sie kriegen das hin? Ich denke schon. Gut. Kommen Sie dann bitte in Transporterraum 2. Clayton Ende. Haben Sie die Koordinaten? Ja, Sir. Gut. Bitte seien Sie vorsichtig mit diesen Waffen. Energie. Haben Sie die Drohne lokalisieren können? Ja, Sir. Sie bewegt sich in nordöstlicher Richtung. Circa 10 Kilometer von hier. Gut. Woher bekommen wir jetzt ein Auto? Ich werde uns eins besorgen, Ma'am. Warten Sie hier. Wie meinen Sie das, uns eins besorgen? Warten Sie einfach hier. Mr. Coron, der Co-Pilot ist völlig erholt und kann mit auf den Planeten gebeamt werden. Sehr gut, Dr. Lawrence. Sie sind dem zweiten Außenteam zugeordnet. Bitte kommen Sie mit dem Co-Pilot in Transporterraum 3. Ja, Sir. Sind Sie bereit? Sicher. Genehmigung erforderlich. Autorisation Coron Gamma 27. Na, wie geht's, Scott? Mir geht's hervorragend. Das ist gut zu hören. Dr. Lawrence, Gefäße. Danke. Die Sensoren haben festgestellt, dass der Einsatz von Phasen in unserem Gebiet möglich ist. Gut, da kann ich ja doch noch meine alte, gute Laserkanone benutzen. Bereit zum Beamen. Energie. Sagt an, dass die Sonne sich hinter diesem Berg befindet. Lassen Sie uns das erledigen. Ja, überlassen Sie das uns. Wir haben schon früher auf Hot Suchtrunnen zerstört. Na dann los. So lange. Abwarten. Ich denke, wir können uns auf ihn verlassen. Thank you.
weiß, ich bin Ingenieur und kein Rennfahrer. Bleiben Sie hier. Wie schlimm ist es? Er hat Glück gehabt. Es ist nur ein Streifschuss in der Hand. Alles in Ordnung? Ja, es geht schon wieder. Komisch, die letzte Drohne ließ sich noch ablenken. Scheinbar wurden sie verbessert. Auch egal. Die Drohne wurde zerstört. Wir beamen zurück zum Schiff. Vorderraum, beamen Sie uns hoch. Scheiße, wir kommen nicht vorbei. Häng dich raus und schieß drauf. Okay. Ja, die schießen auf uns. Nummer 1, wir werden das Feuer erwidern müssen. Ja, ja. Thank you.
Daedalus und haben unsere Drohne erfolgreich zerstört. Wir waren ebenfalls erfolgreich. Wir fahren nun zurück zu unserem Beampunkt. Nicht nötig. Wir senden Ihnen einen Shuttle, da es momentan möglich ist, in Ihre Nähe zu landen. Gut. Wir warten, Mr. Coran. Fenrich, du. Gehen Sie zur Shuttle-Rampe und holen Sie das Außenteam an Bord. In Shuttle-Abteilung 3 wurde das Kraftfeld aktiviert. Computer, Maschine einschalten. Das war wirklich ein sehr guter Einsatz. Findest du? Setzen Sie kurz auf die Koordinaten zum Treffen mit dem klingonischen Bird of Prey. Warp 2. Kurs und Geschwindigkeit gesetzt. Energie. Scheint so, als wäre alles repariert. Ja. Captain? Das Schiff von Captain Solo ist repariert und einsatzfähig. Gute Arbeit. Gehen Sie mit Captain Solo ein entsprechendes Angriffsmuster für sein Schiff durch. Wird gemacht, Captain. Sie haben es gehört. Sir, jemand will sich Zugriff zu dem Computer verschaffen. Er versucht, eine Subraumnachricht abzusenden. Verhindern Sie das! Alle Kanäle gesperrt, Captain. Die Langstreckensensoren erfassen ein Schiff, das sich uns nähert. Ist es die Prah? Nein, es ist zu groß. Wahrscheinlich das Kommandoschiff, das wir zerstören sollen. Wie konnte es so schnell hierher gelangen? Ma'am, vielleicht konnte sich die gefangene Person auf so einem Schiff befreien und die Nachricht senden. Könnte sein. Mr. Lebowski und Mr. Coran, gehen Sie zur Shuttle-Rampe. Ich fürchte, unserem Gast gefällt es nicht besonders an Bord. Sorgen Sie dafür, dass er nicht noch weitere Schäden anrichtet. Fenrich Jamal, finden Sie heraus, wer die Subraumnachricht abgesendet hat. Hauptschattelrampe. Gefäße. Gehen Sie kein Risiko ein. Finden Sie ihn so schnell wie möglich. Phaser auf Betäubung. Ja, Sir. Computer, es befindet sich ein Eindringling an Bord. Wo hält er sich auf?
Ist er bewaffnet? Ja. Wo befindet er sich? Sektion 27, Abschnitt 3. Da nichts wie hin. Captain, die Supram-Nachricht enthält eine Föderationskennung. Was für ein Zufall. Nummer 1? Sie scheinen Maple im Zwischenfall zu wissen. Nein, nicht direkt. Darf ich offen sprechen, Sir? Natürlich. Es ist weder logisch, Nicht-Föderationsangehörigen noch Formwandlern blindlings zu vertrauen. Woher wissen Sie, dass Solo und Scott nicht mit der Nemesis zusammenarbeiten und die Daedalus nur ausspionieren wollten? Sir, wir haben gleich die Koordinaten für das Treffen mit der Pra erreicht. Gut, auf einen Halbimpuls gehen. Allianzfragen werden wir später klären müssen. Stehen bleiben! Captain, wir haben den General gefunden und betäubt. Gut, bringen Sie ihn in eine Sicherheitszelle und kommen Sie bitte wieder auf die Brücke. So, wir haben die angegebenen Koordinaten jetzt erreicht. Voller Stopp. Solo, machen Sie Ihr Schiff für den Kampfstart klar. Ja, Captain Bradford. Fowa hat von einer wichtigen Aufgabe gesprochen, die nur er ausführen kann. Wissen Sie, was er meint? Interessant. Ich habe da so eine Vermutung, aber das klären wir später. Mr. Coron, wann wird uns das Kommandoschiff erreichen? In 10 Minuten, Sir. Gut. Genug Zeit, um dem klingonischen Captain alles zu erklären. Ein klingonischer Bird of Brain tarnt sich Steuerbord. Wir werden gerufen. Auf den Schirm. Ich grüße Sie, Captain Bradford. Ich grüße Sie ebenfalls. Sie wissen, um was es geht? Ja, Ihr Sternflottenkommando hat uns aufgeklärt. Wir übersenden Ihnen einen Angriffsplan sowie Schwachstellen des Kommandoschiffes. Möge unsere Schlacht siegreich sein. Das hoffe ich auch. Wir sind bereit und folgen Ihnen. Captain Solo, sind Sie bereit? Ja, wir starten unseren Antrieb und werden die Shuttle-Rampe verlassen. Folgen Ihnen nun. Gut. Fenrich Jamal, auf Abfangkurs mit dem Kommandoschiff gehen. Alarmstufe Rot. Beide mit dem Kommandoschiff. Auf den Schirm. Also gut, beginnen wir. Mr. Coron, Angriffsmuster Delta U-Sequenz. Ja, Sir. Die braunen Solo-Schiffe verlassen die Formation und greifen direkt an.
Bradford, schießen Sie auf die Energiewaffenkoppler. Das wird es Ihnen schwerer machen. Torpedos und Phaser auf Schildgeneratoren und Hülle ausrichten. Bereit. Feuer! Chili jetzt bei 82%. Tendenz fallend. Etaro 4 meldet soeben einen Angriff der feindlichen Spezies. Ein zweiter Sternzerstörer? Möglich. Im Moment sind wir beschäftigt genug. Außerdem wurde eine Warp-Gondel beschädigt. Sie sollten sich mit dem Kampf beeilen. Verstanden. Mr. Koron, eine weitere Salve Torpedos abschießen. Die vorderen Torpedobänge sind ausgefallen. Verdammt! Bringen Sie uns zur Position 387,24. Steuerung verloren. Schalt auf manuelle Steuerung um. Mr. Koron, Torpedos Achtern, Feuer! Verliert für 52%. Mr. Fova, bringen Sie die hinteren Torpedobänke wieder zum Laufen. Egal wie. Sehr gut. An alle Schiffe, konzentrieren Sie jetzt Ihr Feuer auf die Hauptbrücke. Die Präsidentin von Etaros 4 meldet sich überkommen. Lassen Sie hören. Captain, ich bin enttäuscht von Ihnen. Wir wurden erneut angegriffen. Wir tun unser Bestes, Präsidentin. Haben Sie noch etwas Geduld, dann werden wir... Sie hat die Verbindung unterbrochen. Captain, ich habe es geschafft, einen Torpedo scharf zu machen. Mr. Koron, auf die Kommandobrücke zielen und feuern. Das war's, der hat genug. Alle Schiffe abdrehen. Bringen Sie uns auf sichere Distanz zum Sternzerstörer und schalten Sie die Achternkamera auf den Hauptschirm. Entgegengesetzter Kurs zum Sternzerstörer. Wir drehen ab, Sir. Das Kommandoschiff wurde vollständig zerstört. Sehr gute Arbeit. Alarmrot beenden und vollständiger Stopp. Alarmrot beendet und vollständiger Stopp erreicht. Mr. Koron. Rufen Sie die Pra. Kanal offen. Captain Corlott, ich danke Ihnen im Namen der Sternflotte für Ihren Einsatz. Und ich danke Ihnen für einen siegreichen Kampf. Übermitteln Sie Ihrer Besatzung meinen Dank. Das werde ich tun. Kapla. Kapla. Rufen Sie Irons, Mr. Koron. Kanal offen. Hier ist Captain Bradford. Entschuldigen Sie, dass wir Ihnen vorhin nicht helfen konnten, aber wir waren selbst in einen Kampf verwickelt. Eine Siedlung mit 234 Menschen wurde zerstört. Dank Ihnen. Das tut mir leid. Die Föderation wird natürlich alles Mögliche versuchen, um diesen Sektor vor weiteren Angriffen zu schützen. Wir werden uns weder der Nemesis noch der Föderation so einfach ausliefern. Machen Sie sich auf langwierige Verhandlungen gefasst. Wir freuen uns darauf, Ihr Volk näher kennenzulernen. Die Pra wird zu Ihrer Sicherheit noch etwas in diesem Sektor bleiben. Die Verbindung wurde unterbrochen. Sir, Captain Solo ruft uns. Ein guter Kampf. Ihre neu installierte Technik war wirklich sehr hilfreich. Was werden Sie jetzt tun, Captain Solo?
Werden Sie zurückkehren? Ich habe das schon mit Scott besprochen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir in der nächsten Zeit Ihnen helfen, eine Verteidigungsstation am Wurmloch zu bauen. Gut. Wir werden nun Sternbasis 7-4 anfliegen. Dort werden wir der Sternflotte den feindlichen General übergeben. Und wenn Sie möchten, lade ich Sie auf ein Tee ein. Okay, wir sehen uns auf Sternbasis 7-4. Nummer 1. Fähnrich Jamal, setzen Sie Kurs auf Sternbasis 7-4. Warp 3. Beschleunigen. Ich werde mich wohl bei Mr. Solo und Fowler entschuldigen müssen, Sie des Verrats verdächtigt zu haben. Es ist selten leicht, Freund oder Feind sofort zu erkennen. Aber das macht das Leben doch erst interessant, oder? Was uns das Leben noch bringt, wird die Zukunft zeigen.